Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Neuzugänge-Video für den Monat Oktober. Und ich kann euch schon sagen, neuzugängemäßig ist der relativ mau ausgefallen, was ich aber einerseits auch ziemlich gut finde, denn so ist mein Sub wenigstens wieder nicht ins Unermessliche gestiegen. Und beginnen wir einfach mal. Diese Bücher sind jetzt erstmal von meiner Tante ausgeliehen, also es sind zwei Stück. Und das ist von Grégoire Delacroix, Im ersten Augenblick. Wie ihr hier vorne auch schon drauf seht, von ihm ist auch Alle meine Wünsche. Das hatte ich ja mal im Zuge eines Lesemarathons gelesen. Ja, ich muss ehrlich sagen, davon war ich nicht so mega begeistert. Aber vielleicht kann mich dieses Buch ja überzeugen. Und zwar geht es da um Folgendes. Arthur ist Automechaniker und liebt Hollywood-Filme. Mit den Frauen hatte er bisher kein Glück. Eines Abends klingelt es an der Tür. Er öffnet und vor ihm steht Scarlett Johansson. Sie ist genauso schön wie im Film, nur dass sie eigentlich Janine heißt und es längst leid ist, immer für die berühmte Schauspielerin gehalten zu werden. Arthur verliebt sich sofort. Aber wen liebt er? Janine oder Scarlett? Also, naja, es klingt auf jeden Fall schon mal gut und da bin ich gespannt, wie es mir dann letztendlich auch gefallen wird. Ja, über das nächste Buch habe ich mich sehr gefreut, dass sie mir das ausgeliehen hat. Und zwar ist es nämlich von dem gleichen Autoren wie Ein Mann namens Ove. Das habe ich leider auch noch nicht gelesen, aber meine Tante ist sowohl von Ein Mann namens Ove als auch von diesem hier jetzt sehr begeistert gewesen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, das denn demnächst lesen zu können. Und zwar ist es von Frederik Backmann. Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid. Also ich finde auf jeden Fall schon den Titel ziemlich cool und ich denke mal schon, dass mir das gefallen wird. Es klingt auf jeden Fall auch ziemlich spannend. Und zwar, Oma ist 77, Ärztin, Chaotin und treibt die Nachbarn in den Wahnsinn. Elsa ist 7, liebt Wikipedia und Superhelden und hat nur einen einzigen Freund, nämlich Oma. In Omas Märchen erlebt Elsa die aufregendsten Abenteuer, bis Oma sie eines Tages auf die größte Suche ihres Lebens schickt, und zwar in der wirklichen Welt. Also, ich finde, es klingt toll und ich möchte dieses Buch natürlich bald lesen und ich hoffe, dass ich auch irgendwann Einen Mann namens Ove lesen kann. Ja, ich habe es natürlich noch nicht, aber ich weiß, dass meine Tante das auch hat. Vielleicht kann ich mir das ausleihen oder ich kaufe mir das oder weiß ich noch nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall freue ich mich auf dieses Buch schon mal sehr. Das nächste Buch ist ebenso von meiner Tante, das hat sie mir geschenkt und zwar war sie nämlich mit ihrem Freund in Norwegen und da hat sie mir dieses Kinderbuch mitgebracht, das habe ich auch bereits gelesen, weil das halt sehr, sehr wenig Seiten hat, ist halt ein Kinderbuch und da ist eigentlich auch mehr Bild als Text drin und das habe ich dann sofort verschlungen, weil ich mein Sub jetzt halt auch nicht mit so einem Buch belasten will, wobei ich das wahrscheinlich auch überhaupt nicht mit in den Sub mit aufgenommen hätte, aber trotzdem, dann hätte es wieder unnötig lange rumgestanden und das wäre natürlich dann auch Quatsch gewesen. Und zwar ist es nämlich Der kleine Troll von Thor Age Bringsfjord, falls man das so ausspricht, ich habe keine Ahnung. Ja, und natürlich finde ich die Illustration ziemlich süß da drin. Ich zeige euch mal eine zum Beispiel oder auch so eine zum Beispiel. Und wie ihr seht, da ist halt auch wirklich, wirklich sehr, sehr wenig Text. Hier unten in der Ecke ist ein bisschen was. Und da geht es um den kleinen Troll, der sich fragt, warum Trolle eigentlich immer nur nachts rausgehen können und nicht, wenn die Sonne scheint. Denn es geht sozusagen die Legende um, dass ein Troll stirbt, wenn er die Sonne sieht oder die Sonne ihn sieht, wie auch immer die Sonne ihn berührt, dann wird er entweder schmelzen oder explodieren oder was auch immer. Und alle Trolle haben davor natürlich Angst, weil sie halt eben logischerweise nicht sterben wollen. Und der kleine Troll will dem Ganzen auf den Grund gehen und so begibt er sich sozusagen auf der Suche nach der Antwort. Das hat mir auf jeden Fall schon mal gut gefallen. Es war auch ein ziemlich süßes Buch, muss ich sagen. Und der letzte Neuzugang für diesen Monat, dann war es das schon, ist ein Rezensionsexemplar. Das habe ich auch bereits gelesen. Es gibt auch schon eine Rezension auf diesem Kanal dazu. Also falls euch das noch mehr interessieren sollte, dann könnt ihr euch die natürlich sehr, sehr gerne anschauen. Und zwar ist es von Chris Weitz, Young World, die Clans von New York. So sieht das Ganze aus. Also ich finde das Cover auch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Und ja, wie der Titel schon sagt, es geht halt um die Clans in New York. Und zwar ist es nämlich so, dass das Ganze in einer Welt spielt, wo die Kinder und die Erwachsenen von einer Krankheit dahingerafft wurden. Also keiner weiß genau, was das für eine Krankheit war, wo die herkommt und wie man die bekämpfen kann. Also bisher gibt es auf jeden Fall kein Heilmittel.
Und ja, in dieser Welt ohne Erwachsene und ohne kleine Kinder haben sich jetzt sogenannte Clans halt eben gebildet, die ja um Ressourcen, um Lebensmittel kämpfen und wirklich kämpfen. Also das Buch ist ziemlich brutal teilweise auch, da sterben die Leute wie die Fliegen, kann man schon fast sagen. Und ja, es geht natürlich hier um ein paar Protagonisten, um Donna und um Jefferson. Aus dieser beiden Sichten ist das Buch halt eben auch geschrieben. Und was die da erleben auf der Suche nach dem Heilmittel, das muss man natürlich selber lesen. Das ist natürlich auch der Auftakt einer Trilogie, denke ich mal. Also es wird auf jeden Fall einen zweiten Teil schon mal geben. Und ich kann euch schon mal sagen, das Ganze endet auf jeden Fall mit einem Cliffhanger, wo man sich so am Ende so denkt, so, hä? Wie? Was? Wie kann das sein? Und was genau hat es damit jetzt auf sich? Es ist jetzt aber auch nicht so ein mega Cliffhanger, dass man auf jeden Fall sofort weiterlesen müsste. Man möchte natürlich gerne wissen, wie es weitergeht, aber ja, es ist nicht so akut halt, finde ich jedenfalls. Okay, mir hat es auf jeden Fall gut gefallen. Mehr dazu in der Rezension, falls euch das interessiert. Das waren schon die Neuzugänge für den Monat Oktober, also 4 Stück. 2 davon habe ich schon gelesen und ja, wie ist euer Monat gelaufen? Wie viele Neuzugänge habt ihr zu verzeichnen? Und vielleicht möchtet ihr mir auch schreiben, welche Neuzugänge ihr habt und auf welches ihr euch besonders freut. Das würde mich natürlich sehr interessieren. Und ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!